Klo besetzt. Ich muss Fenster zumachen. Hallo miteinander, ich hoffe, es geht euch gut. Heute wäre eigentlich der Tag, wo ich mit dem Baron nach Luzern gefahren wäre und dort 2 Nächte geschlafen hätte. Oder 3 Nächte. 3 Nächte. Aber das musste ich leider absagen, weil, also erstens mal, wenn man Geld hat auch. Bei mir ist jetzt in den letzten paar Wochen dazu gekommen, dass ich noch bei meinem Auto etwas muss, flicken lassen. Und da habe ich mir viel leisten können. Ich kann zum Glück noch stornieren, also ich kann gar nicht müssen zahlen. Also dort habe ich wirklich noch Glück gehabt, dass ich genug früh haben können stornieren. Und zweitens, die Seite, wo ich gebucht habe, ich weiß auch nicht, entweder habe ich etwas falsch gemacht oder ich weiß es auch nicht. Ich finde, die Seite ist einfach ein bisschen. Ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt bei dieser Seite, weil dann habe ich ihnen geschrieben und habe Fragen gestellt, aber sie haben nie zurückgeschrieben. Es ist, ich habe mich irgendwie nicht so wohl gefühlt. Darum, und dann ist eben das im Auto dazugekommen. Da habe ich gedacht, ja, dann storniere ich es halt. Und komischerweise die Stornierung, die ich ihnen geschrieben habe, ist recht schnell Bestätigung gekommen. Okay, wir haben es wieder storniert. Wo ich mir gedacht habe, aha, okay, wenn ich Fragen gestellt habe, haben die nicht geschrieben, aber jetzt beim Stornieren schon. Hä? Richtig komisch, ich weiß auch nicht, nächstes Mal, wenn ich eine Pferde gehe, schaue ich viel mehr und tue vielleicht auch noch früher buchen und auch auf einer Seite, wo ich mich wohlfühle. Ja, genau. Aber ich habe gedacht, ich nehme auch einfach gleich diese Woche mit, weil jetzt fängt meine Geburtstagswoche an. Also ich habe morgen Geburtstag und ich habe gedacht, dass ich halt einfach die ganze Woche, also heute ist Montag, von Montag bis Sonntag einfach Sachen mache, was mir halt einfach gefällt, einfach für mich, einfach eine schöne Geburtstagswoche. Und heute fange ich mit dem an, dass ich hier bei meinem Fernseher erstmal die Mangas, die dort sich gestapelt haben, mal aufräume, weil die habe ich alle schon gelesen und habe auch ein bisschen Ordnung geschaffen bei den Mangas und dann den Fernseher dekorieren, ein bisschen Herbstdeko aufstellen und dort, wo der Baron esst, auch noch ein bisschen aufräumen und kriege das anders Geschirr über. Das zeige ich euch dann als herbstliches Geschirr. Und dann dekoriere ich wahrscheinlich noch meine Eingangstür. Ich wünsche euch einfach viel Spass und ja. Einfach viel Spass wünsche ich euch. Also das ist eben der Haufen, den ich schon gelesen habe. Und die habe ich eben auch schon alle gelesen und die da will ich noch gerne lesen. Und ich habe gedacht, dass ich es halt einfach ein bisschen, ich weiß auch noch nicht genau, wie ich es mache, aber halt ein bisschen aufräumen, dass die da, der Haufen sicher da herkommt. Also den Manga hier kann ich euch eigentlich empfehlen. Er ist mega süß gemacht. Also die Geschichte ist jetzt nicht so extrem spannend, aber ich finde es mega cute. Vor allem meine Schwester lest auch und sie findet eigentlich auch mega süß. Und wenn wir Spiele toll findet, dann findet mir den Manga auch toll. Also überhaupt ich jetzt. Ist jetzt bei mir der Fall so, dass ich den Manga auch süß finde. Und das ist so ein süßer kleiner Manga, der mir gut einfach so nebenbei kann lesen, finde ich jetzt. Also ich finde ihn mega herzig. Ich habe mir gedacht, dass ich heute vielleicht noch ein paar Bilder ausdrucke und dann die austauschle, vielleicht ein paar Herbstbilder von letztes Jahr. Mal schauen, ob es in meinem Dorf so einen Automat gibt, wo wir so kleine Bilder ausdrucken können. Dann drücke ich sie einfach gross aus und schneide einfach den schönsten Teil aus und stecke es da rein. Das mache ich dann heute noch. Ich dachte, ich stelle das auf. Das habe ich ja auf dem Flohmarkt gekauft. Das habe ich sogar mitbekommen.
bei diesem Flohmarkt habe ich auch mitgenommen, genau, da habe ich die gekauft. Ist eigentlich ein Kessel, aber ich bin jetzt nicht ein Kessel, ich bin jetzt ein Steak und dazu ein Pilz. Ich weiß nicht, ob es essen. Machen wir nicht.
jetzt in dem Second-Hand-Laden war, hat es jetzt nichts gehabt, was mir gefallen hat. Für das habe ich etwas für den Baron gekauft. Das zeige ich euch noch. Also eh im anderen Laden. Die sind immer zum Frühling und die sind so gut. Waschgel. Ja. Das ist nicht besser. Gut, dass du das Set weißt. Das Set ist ja auch cool. Das ist mir da oben. Ja. Ja, habt ihr auch lieb.